Ungeduld. Achso, wenn so. Wenn das Rennen geladen hat, Steuerung B drücken, ne? Ja, nee, zum Mädchen war noch nicht fertig. Ich hatte doch eben eine anständige Farbe gehabt. Ja, stimmt, ich muss meine Farbe unterwechseln. Wenn schon. Ja, sonst warten wir mal auf Dennis. Ihr könnt doch heute mal auf mich warten. Ich mach mich ja schon leiser. Nein! Na, das kommt aber irgendwie über mich. Ja, das Problem ist bei Tomezi ist aber auch einfach, dass man sich sowieso über ihn gerne hört. So, bin ich jetzt bin ich noch laut genug? Ja, ich denke ja. Schon. Werden wir gleich im Rennen merken. Ansonsten darf nicht nur das Radio schreien, sondern musst du auch schreien. Da sind die Leute nicht so begeistert hiervon. So, nachdem das Rennen geladen hat, den Steuerung P-Hot gedrückt. Oh boy, das kann ja noch interessant werden. Vielleicht müssten wir einfach nach dem zweiten Rennen oder so den Rennen synchronisieren. Steuerung P drücken. Ich sehe noch synchronisiere. Ich hab den gedrückt. 3, 2, 1. Der ist nicht reingekommen, oder doch? Los. Was? Bist du jetzt drin oder nicht? Ich fahre doch mit euch, okay. Oder nicht? Aber das Steuerung P hat nicht funktioniert. Bei mir, ja, Steuerung P hat nicht funktioniert. Wow. Ja. Scheint im Multiplayer nicht zu funktionieren. Ja, sag, wir müssen die anderen Positionen rausfinden, Dennis. Ich hab bloß gesehen, dass du dich bei mir versetzt hast, Dennis. Ja, bei mir ging's. Bei uns allen. Das ist geklärt. Also muss zumindest Dennis nicht immer auf dem letzten starten. Oh Gottes Willen. Da wollte ich zu viel von der Kurve. Ja, die Karre so ein bisschen semi. Ja, die Karre ist jetzt nicht die allertollste. Warum fahre ich eigentlich außen lang, nicht Idiot? Wollte jetzt mal ein bisschen die Aussicht genießen. Boah, Gottes Willen, die untersteuert aber ein bisschen, oder? Ja. Den Regen nicht. Deswegen bin ich auch so weit hinten, nicht die Wand! Alter! Alter, einer von euch nimmt die Abkürzung nicht, das ist gut. Finde ich jetzt nicht so als Abkürzung. Komm mit dieser Karre so gar nicht irgendwie gerade. Also nach der Abkürzung habe ich dich überholt. Also so ein bisschen Abkürzung scheint das schon zu sein. Du hast uns alle überholt, Tomete, du Cheater. Ja gut, aber bei dir weiß ich es nicht warum, aber bei Ibel macht es schon Sinn, dass es halt abkürzt. Oh, ich Idiot fahr schon wieder rechts. Sie haben den Rundenaufwand gemacht. Das ist die letzte Runde. Okay, das scheint rechts tatsächlich schneller zu sein. Ich komme mit der Karre nicht so klar, man merkt, ne, dass ich ganz schön Abstand zu euch habe. Ja. Kam mir beim Üben langsamer vor dir Strecke. Naja gut, zum Beispiel hat den Beweis gegeben, dass es nicht so ist. Ich habe die Abkürzung aber auch genommen. Ja, der kommt dadurch auch schneller durch. Weiß aber gar nicht, ob die Miete ist. Vor mir. Jonas ist ja, ja, aber Jonas ist ja viel näher dran. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob es da Abkürzung liegt, aber... Oh mein Gott. Dieses offensichtliche Ding hier, was da kommt, oder was? Ja. Ich habe jetzt nur weiß wieder einen Fehler gemacht. Von der Längs fahre ich euch mal hinher. Mit Russland geht. Was so einfach nur dran raus. Was jetzt die 2 Sekunden wieder herbekommen, das würde mich mal interessieren. Ja. Ach, ist ja schon vorbei. Ist denn vor mir? Ja, aber nur ganz klar. Yo, ist klar, ich hab gebremst. Ist okay. Du bist bei mir ernsthaft auf der Straße gefahren, auf einmal hast du dich resettet. Ja, nö. War schlechter als mein Rundenrekord außenrum. Also mir kommt es eh schneller vor. Ich mag die Karre nicht. Ich auch nicht, aber... Die fährt ja richtig Bullshit. 1,13. Ja, die... Beide, die hast ein bisschen verkauft bei dir. Ja, aber 1,15 habe ich normalerweise gehabt. 1,13? Okay. Und ich habe die beste Topspeed. Davon hat Kalms aber auch nichts gewinnen. So, jetzt Steuerung 2, ne? Ja. Woher willst du denn wissen?
den fahren wir in... Ja, schwarz. So, in so der richtig... Ach nee, Moment. Die Verdeck ist dazu. Sollen der und... Warte, Verdeck ist zu? Nee, das geht nicht. Wir wussten doch, dass die Cheat Engine, das Race Tool, dass das dann, bei so Schneerennen oder so, dass dann, das Verdeck automatisch geöffnet wird. Ja. Dass man es gar nicht mehr schließen kann. Das wäre auch mal was. Ja, also ich krieg, wie gesagt, okay, ja, aber. Nur Dennis funktioniert gar nicht. 1, los! Das Beste ist, Dennis ist dadurch am letzten Tag gleich Erster. Tust du mir gefallen, drückst du bitte P nicht mehr. Danke. Lass es doch, sonst ist er immer Letzter. Boah, was macht denn so, Leute? Das war, hat mir sehr gefallen, was du da gemacht hast. Ich weiß nicht, was es war, aber... Ich hab die Kurve zu eng genommen und die linke Wand mit ihnen. Hab gedacht, die war mir zu weiß, ich wollte mal ein bisschen schwarzen Lack dran lassen. Hi, Stevie. Hi, bye. Oh, von mir. Kurve hab ich auch scheiße genommen jetzt. Hast du bestimmt Vollgas versucht? Ja. Das solltest du nicht tun. Oh, wie diese weiche Auflandung in den Tunnel, ne? Das ist ein Genuss. Ich hab eine harte Auflandung. Jetzt ernster? Ja. Und das? Ach Dennis, ich hab mal geguckt vorhin, der Air-Counter, der zählt alle 2 Ticks. Alle 2 Millisekunden. Oha. Oder die hätte ich nicht Vollgas nehmen sollen. Das hab ich auch gerade gedacht. Jetzt hat das Ding schon wieder 3 Sekunden Vorsprung. Das ist 4, das kommt nicht mehr auf, glaube ich. Weil Daniel macht auch noch mal einen Fehler. Das tut mir nicht so oder? Und dann macht er gar keinen Sinn. Nein. Ah, voll raus, ey. Hattest du denn jetzt eine weiche Auflandung? Ich weiß nicht mal, wo der Unterschied ist. Ich fahre einfach. Du siehst es irgendwann im Video. Guck einfach auf deine Speed. Wenn du Speed verlierst beim Landen, also wenn du in den Tunnel reinspringst, in den blauen, also da sollte man spätestens was merken, wenn man eine harte Auflandung hat. Rundenrekord. 2. Runde. Oh, ich lenke eine Karre. Hallo, Wand! Ich bin echt komplett raus bei diesen Spielen, hä? Die Kurve schon wieder. Diesmal hatte ich auch eine harte Aufwendung. Letztes Mal ist geklappt. What the fuck? Tja, das kannst du wohl nicht unterbinden, Dennis. Ich hab das nie. Dann hast du halt Luck, du kannst dich auch porten. Also. Nee, es funktioniert vielleicht normalerweise. Müssen wir das für alle Positionen finden, Dennis. Vielleicht gibt's dafür auch mehrere Positionen. Das wäre ein bisschen krass, wenn da alles irgendwie durch Positionen gehandhabt ist, oder nicht? Doch, das macht doch Sinn. Guck mal, man hat es doch pro Spieler. Weil ich habe immer eine harte Auflandung gerade. Och, ja, ich setze mich, ist okay. Das ist der Crap. Oh Gott, wenn man fröhlich versuchen, wa? Scheiße. Nee, das kann aber auch nicht sein, weil bei Cheat Engine da hat es doch mit den gleichen Adressen geklappt. Komisch, nee, bei mir ja nicht. Bei Stevie angeblich nie, ja. Also laut ja, Dennis jedenfalls nicht. Ich achte und da waren nicht da mehrere Adressen drin. Ich habe das vielleicht bloß nicht mitgenommen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und von anderen Menschen? Kein Video. Das hat man ja nur bei Steven. Ja, weil einfach nicht jeder meint, sie aufzunehmen. Würde ja gern, also. Also, jetzt hatte ich aber wieder eine weiche Aufwendung, also. Okay. 3. Runde. Weil ich habe jetzt immer eine harte Auflandung, wirklich immer.
Warum muss ich denn an den typischen Ich bremse, die Karre fährt trotzdem gegen die Wand. Prometheus, wie ist es denn bei dir? Boah. Das Ironische ist, ich habe immer an der gleichen Stelle eine harte Aufwendung und das ist in dem Tunnel. Aber wenn du die da immer hast, ist es ja auch auffällig. Ja, aber an anderen Stellen, da scheint es zu gehen. Also jetzt komme ich zum Beispiel aus dem Tunnel raus. Und da habe ich eine weiche Auflandung. Jetzt aus dem Sprung... Ach nee, der springt mir ja gar nicht so richtig. Sondern nur so minimal, das kannst du ja nicht zählen. Am Tunnel raus habe ich die auch. Achso, da hast du auch wieder eine weiche, oder wie? Nein, eine harte. Okay, nee, da habe ich eine weiche. Okay. Das ist mir so... Jetzt ist weit zu, ist auch zu klein gesprungen, das zu werten. Ich fahre hier einen Müll zusammen, ey, das ist der Wahnsinn. Ich bin doch sonst nicht so schlecht in das Spiel, was ist denn los? Eine weiche Auflandung hat, kann man sogar mit überdreht auflanden, ohne dass das Auto dann ja, da erstmal klebt. Es ist wieder der Tunnel, es ist echt. Ich glaube, es war an allen Sprüngen vor der Startziellinie, kann man da auch an eine bestimmte Stelle springen. Wenn man so weit rechts fährt, da habe ich auch eine harte Auflandung. Autsch. Autsch klingt gut. Ich hätte eine harte Wandlandung. Ja, nee, das ändern wir aber am Tool nicht. Der Witz ist, das wäre auch ein Top. Wie kannst du Kollisionsstärken alles ändern? Also mit Schiebern. Alles wird weich, so weißt du. Ja, du wir haben einfach gar keine Kollision. Wir können einfach durch die Wände fahren. Wenn die Kollisionsstärke auf 0 stellst von den Wänden, dann machen die Wände dich nicht mehr langsam, das ist dann total lustig, damit du, wenn du dann, gegen einen Baum fährst und du wirst immer schneller an den Baum dran. Machen wir dann den Wallride Simulator? Ja, dann kannst du aus dem Spiel einen Wallride Simulator machen, jo. Ich dachte schon, wenn man die Kollision auf 0 stellt, dann hat man irgendwie ID Clip. Oder ist Nee, die Wand bremst dich halt nur nicht mehr aus, ne? Ich bremse lieber bei dem Sprung, nur weil ich da immer gegen die Wand komme, jedes Mal. Jetzt habe ich aber auch gewallrided leider. Deswegen hole ich die mit dem Vorsprung, den ich eben wieder rausbeutel. Jetzt kriegt er den wieder. Hm. Ich war so schlecht, dass ihr immer mehr von mir abhaut. Ich komme aber auch nicht ran. Die kommen auch vor mir weg. Oh, shit. Ja, ich glaube, das liegt aber auch teilweise an den Auflandungen. Denn wenn ich die nämlich immer habe und Tomate auch nicht, was ja nicht viel Sinn macht. Ich habe lustigerweise konstant immer... Ich teste das hier nach mal schnell mal nach dem Rennen im Singleplayer, da möchte ich mal sehen. Vielleicht funktioniert ja auch irgendwie das Tool nur nicht, warum auch immer, kann ich mir zwar nicht denken, aber... Ich habe vergessen zu starten. Weil im Singleplayer hatte ich das nicht mehr, seitdem wir die Rate auf 10 Millisekunden gesetzt hatten. Da hatte ich keine harte Auflandung davor. Ja, nicht jetzt aktuell auch nicht. Deswegen ist das so komisch. Hast du denn eine im Tunnel, Dennis? Nö, immer schön weich. Jeder Sprung war weich bisher. Jeder. Absolut jeder. Boah, Lenken und Hupen, was ist mit mir? Lenken und Hupen oder was hast du gemacht? Ja, also sag mal, hab ich irgendwie komplett verlernt, Need for Speed 4 zu spielen? Na, wie du hupst, weißt du offensichtlich noch. Das ist die Reise von allem. Die Tür kommt immer weiter weg. Obwohl Tomete jetzt ein bisschen abfällt von der Speed. Ja, weil ich gerade nur noch Scheiße baue.
Du meinst das, was ich die ganze Zeit mache? Aber dadurch, dass man jetzt nicht mehr langsamer wird durch Sprünge, sind die kleinen, unerwarteten Sprünge jetzt gerne gefährlicher als die großen. Ja. Ja, das kann durchaus passieren. Weil bei so einem kleinen, unerwarteten Sprung fährst du ja unbegrenzt weiter und dein Kopf sind natürlich dann die Wand. Und sonst würdest du ja ausgebremst werden. Komete, ich seh dich! Komm her! Es ist schlecht. Schon wieder Motor-Tetos. Sie haben den Rundenrekord gebrochen. Sechste Runde. Oh, jetzt müssen sie aber wirklich nicht anhalten hier. Ja, nicht, wenn ich da so blöd wie eben die Wand knutsche. War nur ein bisschen, aber trotzdem. Mach mir mehr Blödsinn da vorne, Tomete. Das habe ich eigentlich nicht vor, aber wahrscheinlich werde ich es trotzdem tun. Mach eine Runde. Letzte Runde hatte ich noch einstellige Abstandszahl und jetzt habe ich meinen Rücklicht beschädigt. Das ist wirklich das, da kannst du dich mit dem Dreck, glaube ich, auch gut drauf verzichten. Aber wenigstens vergrößert sich der Abstand zu Jona wieder. Und wieder bei. Ja, ist okay. Die Kerben hast du eben halt. Ja, müssen wir aber rausfinden, woran das liegt. Das ist der Scheiße, wenn wir das nicht haben. Doch unfair eigentlich, aber. Ja, das ist kacke. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das ausschlaggebend wäre, dass ich hier weiter vorne wäre, aber. Boah, jetzt fahre ich hier die ganze Zeit links, bin ich die. Oh Gott! Was war das für eine dolle Drehung von mir? Reicht bestimmt, dass du mein eigenes Lenk hast, weil ich hab die Stelle jetzt verkackt, weil ich richtig unter Druck bin. Guck mal bei der nächsten Kurve einfach ganz in die entgegengesetzte Richtung, in die du als die du musst. Das ist lieber dich. Doch, komm, du willst das doch auch. Nee, der die Season hat jetzt so gut angefangen, dass ich hoffe, dass sie weiterhin so gut anfängt. Ja, theoretisch können wir eh alle nachfahren, weil wir alle keine weiche Auflandung haben. Ja. Ah nee, das mach ich aber nicht. Ja, ich überleg's mir noch. Komm, Ete, komm her! Das war knapp. Ja. Gott sei Dank war es nicht noch eine Runde mehr. Ich glaube, dann hättest du wärst jetzt weiter gewesen. Wenn Tomete sagt, er hat sie mal weich und mal nicht, das ist ja noch komischer. Ja. Na gut, in der Cheat Engine warst du bei, dass sie mal weich war und mal nicht. Da habe ich aber gesehen, dass die keine hatte eben. Weil ich habe abgebremst wie Sau zum Beispiel, weil ich jetzt immer gegen die Wand fahre. Zweitens, was im Beobachtermodus zu sehen ist, das hat absolut nichts auszusagen. Die Sache ist, ich bremse an diesem Sprung so krass ab, weil ich sonst durchgehend an der Wand hänge. Ja, mal gucken, was das Video bei Steam macht. Cool, schöne Hupe. Bei mir sieht es nämlich auch generell aus, mit Steve, also teilweise strafed er bei mir wieder, er hat übelst heftige Downforce, also. Och man! So schlimm leckt er bei mir nicht. Ich werde es jetzt gleich erstmal schnell beim Einzelspieler nochmal testen, aber. Mein Internet ist aber eigentlich stabil. Ich weiß ja, welches Spiel du spielst. Naja. Und von wem das Spiel ist. Ja. Das ist eher das.
Na klar, eine 1,43, da bin ich ja nicht mal rangekommen. Aber Tomete. Ja, ich weiß, aber er hat ja wohl auch teilweise weiche Auflandung gehabt, wenn das stimmt. Ja, aber das verstehe ich nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht, aber teilweise, das macht dann erst recht keinen Sinn. Ja, das kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Das macht es auch nicht einfacher, ehrlich gesagt. Also, ich kenne mich jetzt mit Programmieren jetzt nicht aus, aber... Ich teste mal schnell im Singleplayer, aber... Oh, wie schnell ich jetzt Rennen wechseln kann, das ist ja... Bin gar nicht gewohnt von dir. Echt komisch. Jetzt noch schneller als mit Cheat Engine, was ist das denn? Ich freue mich schon, wenn ich die DLL-Datei von TSTG bald habe. Dann entfällt das Laden. Ja. dann lädt das so schnell, da kommt der Ladescreen gar nicht mehr. Bei mir auch? Ja, bei jedem wohl dann. Kommt gar nicht. Dann kommt der Ladescreen gar nicht erst mehr. Du klickst auf Renn starten, renn da. Das ist lustig. Schneller als bei Nice. Ach, Steuerung 3 sollte ich vielleicht noch drücken, ne? Ja, ja. Wäre eine Idee, außer du willst weiterhin mit dem Jaguar fahren. Möchte er bestimmt. Oh, den macht war jetzt pechschwarz hier. Schwarz wie deine Seele. So, ja, Einzelspieler, der erste Sprung geht schon, jetzt komme ich gleich zum Tunnel. Jupp, komplett weiche Auflandung. Wir müssen die anderen Adressen finden. Scheiße. Also, gut, dann beenden wir hiermit jetzt den Renntag. Oder du bildest dir nur ein, dass das geht und das geht gar nicht. Ja gut, das kann vielleicht sein, aber... Gut, vielleicht ist bei manchen auch, dass er so wenig Geschwindigkeit verliert, dass ich das auf dem Tacho nicht sehe. Das kann natürlich sein. Das würde ich mir sagen, den Renntag beenden wir hier, weil das ist ja dann gerade damit unfair. Wegen den Auflandungen. Ihr gesagt, wer der will, der kann nachfahren. Fertig. Wenn ich das gefixt hab. Wie wär's denn, wenn wir einfach sagen, wir fahren ohne Race-Tool weiter und fahren dann konventionell? Ja, dann meckert doch Dennis wieder, weil er nicht so schnell switchen kann. Na, dann muss ich das kurz rausnehmen. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie wir das jetzt handhaben. Lass uns doch zu Fun fahren und dann machen wir den halt ungewertet oder nachfahren, keine Ahnung. Dann fahren wir den nächste Woche nochmal. Fertig. Aber nächste Woche, da kann ich glauben. Meinetwegen auch das. Ja. Ja, ich muss gucken. Dann nehme ich gerade umsonst auf, sagst du. Also wie gesagt, wir können auch konventionell fahren von mir aus. Habe ich auch kein Problem mit. Knall, knister, knister, knister. Die Frage ist halt, wo die anderen Daten sind. Wie gesagt, wenn man die jetzt ja, vielleicht du schnell das finden hast, könnte. Ist mitten in der Nacht. Wollte gerade sagen, wie soll man das finden, wenn die anderen KI sind? Das ist... Ach, whatever, starte. Können wir jetzt, was sollen wir denn jetzt machen? Wir fahren vor Fun und dann sehen wir weiter. Vor Fun einfach weiterfahren, jo. Wie nenne ich dann das für das Video oder lasse ich das Video? Lass doch das Video da, ist doch scheißegal. Machst du trotzdem Content. Wie nenne ich es dann? Einfach nur random THR-Renntag oder was? THR-Testtag. Ich wollte gerade sagen, die Wertung... Die blende ich ja nie ein, weil... Bis du das da hast, ist das Video schon lange online, falls du die Punkteberechnung dann mal veröffentlichst. Bitte nicht auf wenn. Boing. Ich meine, wenn Dennis das ja pünktlich macht, würde ich mir den Joke ja erlauben, das auch mal einzublenden. Oh mein Gott. Aber das dauert bei Dennis immer so lang. Ach. Ja. Wirklich. Ich hab verlernt, Need for Speed 4 zu spielen. Komplett verlernt. Ja, dann setze ich mich hier noch. Also meine Lernkurve beträgt gleich gar nicht. Um. Oh Mann, Tomete, du hast gerade bei mir ein 360 gemacht auf der Geraden. Das habe ich nicht. Ich habe so scheiße gebaut, aber nicht so eine Scheiße. Du bist mit mir einmal komplett um die eine Achse gedreht und bist dabei so in der Topspeed weitergefahren, als ob nichts passiert ist. Alter, was ist denn mit mir? Wirklich?
Ist aber auch eine scheiß Karre, muss man hier sagen. Ja, der. Dann ist für mich jede Karre gerade eine scheiß Karre. Ach, der geht schon. Ja, also der lenkt sich schon recht komisch, das. Alter, ich berühre Wände. Muss mich resetten. Was ist mit mir dann auf einmal? Hätte ich auch gleich bei Lenkrad bleiben können, da war ich genauso scheiße. Fährst du gerade mit Controller oder was? Natürlich fahre ich schon. Nur nice fahre ich mit Lenkrad. Das ist aber auch nichts Unbekanntes eigentlich. Das ist eigentlich, dass du jetzt schon auf Tastatur umgestiegen bist, warum auch immer. Dann dürfen wir nach jedem Rennen, wer weiß, wie lange Pause machen, weil ich verkrampf mich jedes Mal, dass mir nach einer Zeit die Hand weh tut. Alter, was mach ich hier für ein Bullshit? Ich hab gleich keinen Bock mehr. Das ist mir beim Üben auch passiert, was du gemacht hast. Ich dachte, das ist die Abkürzung, weil es gespiegelt ist. Ja, resetten, weil es geil ist. Wuhu, reset. Wirklich. Also das kann man sich doch nicht anschauen, was ich hier tue. Oh, du Gott, oh Gott, oh Gott. Das, also, es sah schon stylisch aus. Also, wenn es Style-Punkte gäbe, dann hättest du auf jeden Fall das Rennen gewonnen. Ich bremse mich auf null in der Abkürzung. Was ist denn? Karre, können wir auch bitte mal normal fahren? Danke. Oh Gott, nein. Warum schon? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ach, diese Sprünge und die Sprünge, das ist schon diese Stelle, gerade diese Stelle, Alter. Schön, dass du smoothe Sprünge hast. Aber bin ich ganz ehrlich, wenn ich jedes Mal zu dieser Aussage, dass er einen sanften Sprung hat, einen Euro kriegen würde. Ja, diese Stelle, die ist halt richtig toll gewesen gerade, weil diese breiten Sprünge, das zieht das so ein, die Speed runter nochmal. Ganz ehrlich, bis jetzt hätte ich kein Problem damit, wenn es trotzdem gewertet wird. Ja, schön, weil du Platz 2 bist, Idiot. Ja, natürlich. Und Geld, funktioniert das denn bei dir nur teilweise, Tomete, oder nur gar nicht? Oder wie? Hast du jetzt mal ein bisschen drauf geachtet? Also diesmal habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet, aber vorhin habe ich halt drauf geachtet im Rennen. Manchmal ist halt wirklich, da hat es geklappt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das bei den Sprüngen sowieso mehr oder weniger klappt und dass man da sowieso nur 2 km/h oder so langsamer werden würde. 1,41, alter Scheiße. Ja, das Ding lag mir aber auch. Hauptsache, ich bin nur, hab nur 285, ja, wunderbar, ich feier Scheiße. Du hast einfach nur die falschen Reifen. So, ist Martin DB9, den fahren wir. Fahren wir einfach die Farbe, weil ich feier sowieso Scheiße, das ist egal. Gabe. Der Jonat möchte weiter noch den König fahren. Ja, nur warte doch ganz gut. Ich habe nämlich mal gerade geguckt, wenn es hieß, Cheat Engine hat es funktioniert, aber gut, bei Stevie ja nicht. Aber da ist auch bloß eine Adresse drin. Ja. Ach, mit Cheat Engine hat es geklappt, oder wie? Nein, sagte doch Stevie-Tometer, dass es doch bei ihm ging. Ach so. Also jedenfalls kommt es dir so vor, jetzt würde es gehen. Cool, mein Spiel ist gecrashed, weil ich rausgetappt war. Einen Moment bitte. Immerhin kannst du raustappen. Also wenn ich die NFS-Dingens-Echse da nehme, hier die NFS-Game-Echse, dann kann ich zwar raustappen, aber im Multiplayer plötzlich dann ab, sobald das Rennen startet. Die Lautstärke, wenn ich das übernehme. Ja. Blöds, das ist die Kamera.
los. Du meinst die einzige Strecke, die jeweils eine Abkürzung hatte? Dann halt. Oh, ich werde fast in die falsche Richtung gefahren. Oh, hier ist der kleine Jumps, ne? Hast du jetzt? Nee, du hast auch keinen Slowdown-Meter, oder? Also in dem jetzt nicht, also jedenfalls nichts, was ich gemerkt hätte. Nee, sah bei dir smooth aus. Wenn diese Stelle jetzt kommt, ne? Das ist so ein besserer Flow, wenn man diesen blöden Slowdown nicht hat. Gerade also diese Stelle mit diesen Bergen jetzt hier. Hast du hier Slowdown-Meter? Beim ersten hatte ich nicht, beim zweiten hatte ich. Du sagst es noch weiter, mute ich mich gleich im Teamspeak. Ja komm, wir müssen das doch besprechen, Mensch. Mir doch scheißegal, ob ich das nervt. Mir ist komplett egal. Also, wenn wir das rausnehmen wollen, dann müssen wir da schon drüber sprechen. Habe ich das schon einen Grund dafür, dass ich das erneut sage und dann meckerst du immer noch drum. So nicht nachvollziehen kann, wie man sich darüber so aufregen kann, wenn man etwas nochmal sagt. Ich habe noch nie kapiert. Rundenrekord. Jetzt geht's zweite Runde. Also ich habe auch jede bei den Landessound, aber manchmal verliere ich auch nicht so viel Speed. Aber dann bin ich denn bescheuert? Landessound habe ich immer. Okay, bei dem einen Jump, da habe ich jetzt was verloren, aber es war nur 5 km/h oder so. Okay. Oh wow. Oh boy. Ich baue gerade Scheiße. Ja, die Stelle ist auch scheiße. Boah, 40 km/h gerade bei dem In-Speed-Sprung verloren, ey. Alter. Ach du Gott. Ah, scheiße. Startziellinie zu eng genommen. Gegen eine unsichtbare Wand hier fahren. Ja, das kann passieren. Ja, wo bin ich das längst gefahren? Hä? Alter, ich kacke so grad ab gerade. Ist ja nicht mehr feierlich hier auf der. Dabei ist die Strecke so schön. Eigentlich ist sie ganz nett, ja. Nur fahre ich sie gerade nicht so, wie man sie sollte. Allerdings auch nicht. Ich habe vorher die falsche Abzweigung genommen in der letzten Runde. Sie ja, haben den Rundenrekord gebracht. Dritte Runde. Dann musste ich mir erstmal orientieren, wo ich überhaupt bin. Dieser Nebel, ne, der hilft mir auch nicht. Nervt schon, aber du spritzt so viel Wasser auf, das ist auch noch weniger. Kannst du das mal unterlassen? Bitte? Ja, muss ein bisschen Abstand halten, dann trifft dich das auch nicht mehr. Ach komm! Das Rennen ist nochmal richtig krass, ey. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, die stört mich ein bisschen mehr als mich stört der Nebel, da sehe ich ihn weg. Als der Nebel, also. Also selbst wenn der Nebel weg wäre, wäre es immer noch ganz schön dunkel. Und ich habe irgendwas falsch eingestellt. Hier der Nebel sicher. Mensch, das ist doch mal gut hier. Meine Güte. Praktisch bis zum ersten Mal oder was? Aber Dennis, ich glaube, das wird gar nicht gehen mit den weichen Aufladungen bei Tomete. Das ist nur Zufall, dass das. Ist, wie gesagt, da wird jeder wirklich seinen eigenen Timer haben, was ja auch Sinn macht. Man hat ja auch einen Nice, hat ja auch jeder seinen eigenen Respawn-Timer zum Beispiel. Ja. Jonas da vorne die ganze Zeit richtig. Im Grunde genommen hat das aber auch ja Logik, ne? Ich meine,
ein Auto muss ja andere Position haben als das andere. Wenn es dann nur eine Zahl geben würde, wäre das ja eh merkwürdig. Ja gut, was heißt, es wäre merkwürdig im Track, wenn jetzt startest du auch hintereinander. Das habe ich jetzt so nicht gemeint, aber... Letzte Runde. Ich hatte halt vermutet, dass er beim Klienten sich mit dieser Adresse immer auf das Client-Auto bezieht. Aber beim Singleplayer ja anscheinend, aber hier nicht. Ich hab mich da ja ein bisschen gewundert. Ja, das war mal ein schöner Crepe, den ich mir da zusammengefahren habe. Naja. Ito. Aber ich denke mal, wir brauchen bloß eins finden, nämlich den Offset davon, dann haben wir auch die für die Position auch. Also wenn wir die Offsets von einer Sache finden, haben wir die für den Rest, denke ich mal, auch. Was ich jetzt noch spannend wäre, ist, wie ist der mit Air-Slowdown? Ja, das sage ich, wenn wir die Position finden. Vielleicht von ist uns das sogar, dass der Landeslowdown, dass der relativ gering war, den stellt und dass der mit Air-Slowdown klappt und der Landeslowdown halt eben nicht. Na, ich habe manchmal. Dass das deswegen bei mir manchmal klappt und manchmal auch nicht, weil es mir jetzt so vorkommt, als würde es klappen, weil der Landeslowdown so minimalized ist, dass. Na, der Mid-Air-Slowdown, der funktioniert. Das ist ja was ganz anderes. Der funktioniert ja anders. Achso, der funktioniert sowieso, Raste. Okay. Ja. Na, ist ja schon mal beruhigend. Aber das könnte halt sein, dass es mir halt relativ wenig vorkommt, weil es halt kein Mid-Air-Slowdown gibt und dass ich den. Aber beim Landen, ich habe manchmal bis zu 30, 40 km/h verloren. Rundenrekord. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Da kann TSTG da nochmal helfen, sonst. Oh, Dennis, du warst ziemlich nah dran an deiner letzten Zeit. Ja, die letzte war okay. Die anderen Runden waren halt Unfälle. Ja, wirklich. Also, meine. Von beiden war ganz schön scheiße. Die letzte, die ging sogar. Obwohl, eigentlich war ja meine letzte Runde war die einzige ohne Unfall. Oh, Steuerung 5, ne? Oh, die Strecke. Ja, welche Strecke war das nochmal? War nicht die. Das ist diese ganz komische, die Dorfin. Die irgendwann mal Dorfenkopf war, aber du irgendwie. Die mit den ganz Berg, die ganz bergige, glaube ich, ne? Ja, ja. Also Dorfenkopf, aber relativ viel Sand drüber geschüttet. Und noch ein bisschen verformt. Und sehr viele unsichtbare Wände. Oh. Oh. Na gut. Dann nicht Sand. Ein rosa Nissan, na gut. Ach Mensch, crash da nicht immer nur, weil ich minimiert habe, du blödes Spiel. Mediterrano. Mediterraneo spricht man das raus oder nicht, oder? Ja. Aber ich finde ja die, das Modell von dem Fahrer. 1, ja. Los! Oh, da habe ich ganz stark. Dennis hat erstmal den Bergauf mitgenommen. Bergauf-Fahrbug. Ich hab nicht mitgenommen. Bitte? Ich habe keinen Bug mitgenommen. Ja doch, dein Speed, aber im Berg hochfahren hast du einen Speedboost bekommen. Du warst so viel schneller als wir anderen. Habe ich nicht schon gemerkt. Muss ich im Video nochmal gucken. Dass ich da der Steuerung P gedrückt hat. Hast du Steuerung P gedrückt, Dennis? Jupp. Achso, deswegen. Du alter Cheater. Da hat er schon keine Slowdowns und dann muss er sich nur nach vorne setzen. Das ist ja eh fun jetzt. Wird ja eh nicht gewertet.
Und nicht so. Es tut mal ganz gut, auf den ersten Start und sonst immer auf den letzten Starter. Weil sonst jedes Mal letzter. Wir hatten jetzt einfach alle so gut, dass obwohl du vorne startest, du trotzdem letzter wirst. Nein. Im Üben habe ich die Wand die ganze Zeit nicht mitgenommen und jetzt nehme ich sie natürlich wieder mit, oder was? Der ruht hier auch nicht, da ist der wohl im Urlaub oder so? Keine Ahnung. Hätte er mal was sagen können. Weil es ja auch lange nicht mehr online gewesen. Stimmt. Wer ist lange nicht mehr online gewesen? Der Larity. Achso, ja. Wobei ich habe generell schon länger mit ihm nichts mehr gespielt, außer... Der ist auch ganz schön lange nicht mehr online gewesen, sag ich, ja. Ich meine jetzt halt auch von RRP abgesehen, also TRR war er ja dabei, bis vor ein paar Wochen noch. Da hat ja dein kein Slowdown nichts gebracht, was? Ja, ich hatte den Winkler verkackt. Na, weil ich halt die Wand berührt und dann bumm, da lag auf der Seite der Arm in das. Und ich hab den Delfin mit ihm. Ich auch. Oh Gott, was machen wir hier eigentlich? So, Stevie, jetzt musst du ihn auch noch überholen, weil das habt ihr eben. Ich nehm den linken Delfin mit und Tomete den rechten. Delfin. Ich hatte auch den rechten. Tomete, du hättest mit ihm durchfliegen müssen. Zweite Runde. Ja, ich hab's eigentlich versucht, aber. Oh Gott. Wie das auch die ganze Zeit. Oh mein Gott, das. Aber Reifenphysik gibt's trotzdem noch, auch wenn das so dran fehlt. Und halt trotzdem ein bisschen aufpassen. So, Tomete-Battle hier, wie es aussieht. Lustig, wir haben doch eben besprochen, er wird letzter. Obwohl, ach komm! Nichts klappt, was ich machen will. Schon dafür. Er wird letzter, obwohl er auf dem ersten ist. Das heißt, du musst dich jetzt auch noch überholen. Ja, letzter bin ich ja noch nicht, aber. Deswegen, Dennis, du musst mehr Fehler bauen. Damit Stevie dich auch noch überholt. Na, ich arbeite dran, wie ihr seht. Nicht gut genug. Oh, da bin ich eben super rumgekommen. Das ist echt mal ein schlechtes Spiel von den Vieren, die wir haben, ey. Aber wenigstens macht das jetzt Spaß. Aber wir müssen das hinkriegen, dass die Slowdowns bei euch auch weg sind. Mensch. Ja, wir müssen die Offsets finden, der Name. Ich will das behalten, dann macht mir das Spiel echt Spaß. Ja, ich find's ohne Slowdowns auch besser, das stimmt schon. Ja. Siehst du, Dennis, du kannst nachher mal mit Kollision ausprobieren, was passiert, wenn du in uns startest. Ja, ich probier das, oder? Könnt ihr. Das probier ich auf jeden Fall. Ist aber klar. Das Problem ist dadurch, dass du die im Singleplayer erhoben hast, du startest ein bisschen neben uns. Ist dir das schon aufgefallen? Im Singleplayer startest du zentrierter. Ach so, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Also korrigiert das dann? Das wäre ideal dann. Also ja gut, aber mit 8 Mann nebeneinander fahren starten, ist bei den Strecken auch ein bisschen problematisch, glaube ich. Da muss man halt vielleicht doch starten. So auf übereinander drauf. Die letzte Runde klappt. Hilft mir aber nur gegen Tomele. Der Jonathan, den kommen wir nicht mehr ran. Das ist eindeutig. Ja, ich habe den Delfin. Ich habe es noch geschafft, dazwischen zu kommen, aber dann habe ich den noch am Rand so ein bisschen angekratzt gehabt. Ja, den Delfin habe ich, wenn ich ja richtig fliegend durchgekommen. Hast du ja gesehen, wie ich an dir vorbeigezischt bin. Ja, und ich habe jetzt wieder eine unsichtbare Wand mitgenommen. Das heißt, das Rennen. Also vor dir werde ich nicht mehr landen, das ist sicher. Außer er macht selbst noch Fehler. Ja, es gibt dann noch einen gewissen Berg, der mir nochmal Angst macht. Danach. Ja, aber 11 Sekunden, das hole ich in einer Runde nicht auf. Das habe ich vergessen. Außer der Berg macht ihm so viel Angst, dass er denn vor Angst erstarrt davor steht. Ja, der eine Berg ist gefährlich, auf jeden Fall.
Warum habe ich meine Bag überhaupt zur Kugel gelenkt? Ja, aber der Vieh mitgenommen kurz vom Spiel und dann jetzt auch noch den, die unsichtbare Wand und dann ist das. Durch die Delfine durchgesprungen. Genau ja, wie jetzt ist. Überschlage ich mich noch. Das macht so Spaß, weil es auf dem Nitroberg ist. Wenn ich noch mehr Scheiße baue, dann überholt Stevie mich auch noch. Letzte Runde lief auch so gut. Das passt im Spiel, ich beruhigt kann man mehr. Links halt Nitroberg. Jo, so macht man das. Ja, jetzt in der letzten Runde, da klappt es natürlich, ne? Ja, bei mir war es ja auch die letzte Runde, wo es dann endlich mal lief. Die letzten Runden sind wohl heute auch am heutigen Tage das, was bei mir gelingt. Alle anderen Schreiben. Oh, was war das? Eine unsichtbare Wand, weil er zu weit innen gefahren ist. Ach, hier gibt's eine Menge unsichtbare Wände. Und ich habe davon auch schon zwei mitgenommen, obwohl es beim Üben relativ gut geklappt hatte. Aber wäre cool, wenn man bei einer bestimmten Neigung des Autos die Kollision deaktivieren könnte, also auch die Wandkollision, sodass man dann somit die unsichtbaren Wände umgeht. Guckt mal meine letzte Rundenzeit an, das ist richtig schlimm. Guckt mal Ende an, 1:49, ey. Da hat er ja richtig gecheatet. Ja, die letzte Runde halt. Ja. Ja, meine zweite war in Ordnung, die war. Aber die dritte, die habe ich so verkackt. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, was mit Steuerung P passiert und dem Schaden. Ja, wenn du gesagt, neben mir startest, wird nicht viel passieren. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Darf ich mal cheaten bei dem Rennen, Dennis? Willst du jetzt cheaten? Muss das sehen. Ist ja eh nicht gewertet. Mal gucken, ob es im Links auch funktioniert, aber sollte. Erstmal bin ich jetzt mal gespannt, was mit Dan passiert und der Kollision. So, Dennis, setz dich mal nach vorne. Ah ja, nebeneinander tatsächlich. 3, 2, 1, los! Aber was passiert, wenn wir noch mehr Autos starten wollen? Das ist die Frage. LKW-Alarm. Ich wundere deine Frage, was genau machst du? Boah! Schneeschieber, Alter. Was machen Schneeschieber im Weltall? Na, im Weltall ist es kalt. Ich wundere, was tust du da? Nur Blödsinn. Der Witz ist, dass ich bei mir auf dem ersten bin und schon in der dritten Runde. Das funktioniert wahrscheinlich halt online nicht. Ja, spannend nachher, was die Auswertung sagt. Hast du die Variable für deine Zahl als hochgesetzt? Nee, der prüft währenddessen, ob du rückwärts oder vorwärts bist. Also du nimmst dann einfach ein Rennen, was genau entgegengesetzt ist, fährst vorher über die Start-Ziellinie, wechselst dann von rückwärts auf vorwärts oder halt umgekehrt und resettest dich, dann fährst du über die Start- und Ziellinie. Und das wiederholst du. Weil das Spiel prüft es tatsächlich in-game. Wenn du das umstellst jetzt auf ein Rennen, was nicht rückwärts ist, dann auf einmal sagt er die falsche Richtung und er zielt es dann auch. Ist total bescheuert. Oh. Also Multiplayer wird einem das nicht viel bringen, nur im Singleplayer. Ja gut, wenn er das dann als fertig zählt, wenn er nur kurz rübergefahren ist, dann ja. Na, angeblich bin ich in der dritten Runde und ihr seid eine Minute hinter mir. Ja, eine Minute vor mir bist du ja auch. Ach so! Also hat er das echt genommen, oder was? What? Ja, du bist vor mir. Was? Eine Minute. Was? Das kann ich aber gar nicht verknusen, ey. Ja.
Mach nur noch Scheiße hier. Dritte Runde. Aber eins ist bescheuert, wenn man dann gespiegelt macht, dann ist man auch, dann lenkt man doch verkehrt rum, das ist ganz merkwürdig. Oh, das macht der scheiß Feuerwehrwagen da. Und jetzt, weil ich gerade ein Rennen hatte mit nur 4 Runden, bin ich jetzt nach 4 Runden durch. Ich bin mal sehr gespannt, was in der Auswertung steht. Dennis, du schleifst ein bisschen doll. Was mache ich? Du schleifst. Deine Aufhängung quietscht über den Boden. Okay. Das ist interessant, dass dir erstmal 0% Schaden tut. Du hast bei nur 100% Karosserie, Junge. Nein, 4. Warum leben alle Verkehrswagen noch? Keiner schlachtet die heute. Versuchen, denen auszuweichen. Ich glaube, hier weicht auch mein Verkehr aus, das finde ich nicht artig. Mein Verkehrautos bist du nicht ausgewichen, Tomete, wie ich im Spectator sehe. Achso, also ich habe deinen Verkehr aus dem Weg geschafft. Wow! Tomete, ich bin doch schon angeblich durch. Nach nur 4 Runden. Ich weiß, aber du guckst ja im Spectator und ja. Du siehst ja die Autos, die bei dir wären, wenn du noch fahren würdest. Genau. Darauf bezog sich auch meine Frage. Aber ist es bescheuert, dass ich bei euch trotzdem vorne war? Wie geht denn das? Der Schneeschieber war böse auf mich, ich weiß gar nicht warum. Au! Ich sehe gerade, ich habe beim Thai Advanced ein bisschen zu viel Transparenz hinzugefügt. Jau. Was machst du jetzt so falsch, dass jeder 32 Sekunden, oder dass du 32 Sekunden vor mir bist? Dieser fucking Schneeschieber. Den hab ich gerade. In welcher Runde bist du, Tomete? Das kann ich gerade nicht gucken, weil ich. 5. 5. Okay, bei mir steht nämlich unten rechts 7 von 7. Ja, Tomete, du fährst bei mir aber auch gerade spannend, ey. Selbst Stevie kommt ja fast hinterher. Fünfte Runde. Das ist sehr abwertend, aber ja. Er hat sich eh gemutet, soll er fluchen. Heute hat er ja selbst gesagt, heute liegt es ihm ja nicht so. Also kann ja auch mal einen schlechten Tag haben. Meine ersten drei Rennen waren ja heute nicht so. Mein sonstiges Niveau. Ja gut, da ist jetzt. Hier ist ein geschlachteter Verkehrswagen. Endlich. Ich wollte auch mal Zeit, dass er es macht. Bei mir lag er überhaupt nichts hier. Jetzt schleifst du auch, das nervt, Tomete. Hört mal auf zu schleifen hier, Alter. Kann man ja nicht zugucken. Okay, das ist echt spannend. Jetzt habe ich auf einmal wieder den Vorsprung wieder aufgebaut, den ich zu Steve hatte. Vor allem, es haben auch nicht alle Transparenz, nicht alle Bilder. Tomete. Guck mal, da das vor uns hat keins. Also, 3 hat es mir gegeben, wo ich Transparenz eingebaut habe, meine ich. Ich weiß nicht, warum ich den Rest nicht gemacht habe. Komisch. Übersehen wahrscheinlich. Ja. Aber bei dem Teil Advanced, da ist ja jetzt würde der rechte Flügel irgendwie in der Luft schweben. Also, ist schon kaputt gemacht worden. Ja, gut, vielleicht noch. Er wurde schon beschossen. Ja, das kann auch sein. Sechste Runde. Gib mir nur immer mehr Vorsprung auf. Irgendwas mache ich hier massivst falsch. Oh! Ne, jetzt habe ich einen kleinen Wagen gerammt. Bei mir standen da gerade ein LKW, ein Schneeschieber und noch ein Auto hintereinander. Bist du alle weggerammt, Dennis? Bei deinem Auto, Jonas, liegt jetzt ein umgeschmissener LKW. Und da war ich auch ein Verkehrauto, was du voll aus dem Weg geräumt hast.
Aber irgendwie ist die Strecke durchaus interessant. Und den Schneeschieber hast du ignoriert. Wie nett. Bei mir war kein Schneeschieber. Jetzt kommt ein Schneeschieber. Nee, war bei Dennis. Ich guck grad bei Dennis. Oh. Wenn man die Abkürzung da lang fährt, das sieht im Spectator-Modus auch toll aus. Man klatscht immer gegen die Wand. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Letzte Runde. Ah, shit. Ich bin ja aus dem Flow rausgekommen, das war scheiße. Ja, kannst gerne noch öfter aus dem Flow rauskommen. Ah, schade. Ich dachte, oh, das geht schon. Ja, jetzt das hier hinten ist das ganz. Wollte stylisch Jonas Auto mitnehmen ins Ziel, aber das Ziel war zu weit hinten und hat mir ein bisschen die Zeit gekostet. Nee, also das Rennen ist scheiße gelaufen auf jeden Fall. Ah, nimmst du meinen LKW mit? Oh, du nimmst beide mit dem Kombi und den LKW, du schießt den LKW auch durch die Gegend, das ist ja nicht mehr feierlich. Nimmst halt einfach beide mit dem Kombi und dem LKW. Wie hat sich jetzt random gedreht bei mir? Bei mir auch. Ja, da war wohl ein Schneeschieber. Und es sieht so aus, als hätte er rechts deutlich tiefer gelegt als links. So sahen eure Autos auch aus. Das hat halt noch keiner so gemacht, also. Da, wo ich mich bei euch random gedreht habe, habe ich mich wirklich gedreht. Ich tatsächlich erster. What? Die Nullerzeit bei dir. Was ist das denn? Ja gut, deine beste Rundzeit ist 00000. Na, die beste also mit, das, nicht, das ist 13 Sekunden, das müsst ihr erstmal nachmachen. Boah, meine dritte Runde im Vergleich zum Rest ist ja auch gespannt, ey. Also 13 Sekunden Runde, 20 Sekunden, ja. Eigentlich bist nur eine anständig gefahren. Ja. Oh Mann, ey. Aber wenn das deine normale Rundzeit ist, dann wärst du ja eigentlich hinter mir. Ja, ich bin die Uni sauber gefahren. Aber es ist trotzdem bescheuert, dass es auch um Multiplayer geht, wie behämmert ist das? Denn ich meinte, es fällt auf, aber trotzdem. Ja, das Spiel hat nicht so viele Checks drin. Ja, warum überprüft er das überhaupt während des Rennens, ob das rückwärts oder vorwärts ist? Das sollte doch beim Laden geprüft werden. So.